Hallo liebe Filmfreunde und herzlich willkommen zu dieser neuen Filmkritik. Heute geht es um den Film Gott, du kannst dein Arsch sein und wie ich den Film fand und ob ich diese deutsche Komödie, eher Drama, empfehlen kann, das erfahrt ihr jetzt. Die gerade 16 Jahre alt gewordene Steffi möchte nach der Schule zur Polizei. Doch bevor dies geschieht, möchte sie mit ihrer Klasse, ihren Klassenkameraden und Freunden auf eine Abschlussfahrt nach Paris und es ordentlich knallen lassen. Doch das Ganze erweist sich als ziemlich kompliziert, denn kurz bevor die Klassenfahrt losgeht, erfährt sie, dass sie an Krebs erkrankt ist. Zudem erfährt sie auch, dass ihre Heilungschancen sehr, sehr gering sind und sie vermutlich nur noch ein Jahr zu leben hat. Damit versucht sie überhaupt klarzukommen und fährt nicht mit auf Klassenfahrt, während ihre Eltern hier von Heike Makatsch und Til Schweiger gespielt an ihr rumzerren, um sie dazu zu ermutigen, endlich eine Chemotherapie zu machen, denn sie wollen die Hoffnung nicht aufgeben, dass ihr Kind eventuell doch noch gesund und heil aus dieser Situation, aus dieser krebskranken Situation rauskommt. Doch das erweist sich ebenfalls als schwierig, denn Steffi macht sich aus dem Staub und lernt dabei den Zirkusjungen Steve kennen. Gemeinsam wollen sie nach Paris und für ihn kommt es gerade gelegen, denn er flüchtet vor seinem Vater und auch Steffi flüchtet vor ihren Eltern, die unbedingt hinter ihrer Gesundheit her sind. Doch sie möchte mit dieser Situation einfach nur klarkommen und einfach nur nach Paris und das Leben genießen. Und dabei fragt sie sich natürlich, was bedeutet das Leben eigentlich? Wie die ganze Geschichte weitergeht und wie sie ausgeht, das erfahrt ihr natürlich im Film. Was sich nach einer ziemlich spannenden Geschichte anhört, und dieses Genre ist nicht gerade unbelastet, was gute Filme angeht, also wir erinnern uns an Das Schicksal ist ein mieser Verräter, was natürlich hier einen ziemlich großen Auftakt macht, ist grundsätzlich die Geschichte von Gott, du kannst dein Arsch sein, nicht unbedingt schlecht. Sie könnte ziemlich viel Potenzial ausschöpfen, das tut sie leider in meinen Augen nicht. Denn hier, was dabei rumkommt, ist eine ziemlich plumpe und nicht gerade ernstzunehmende Geschichte. Denn was ziemlich auf der Strecke bleibt, sind die Emotionen der Personen. Bedeutet, wenn man hier einen Film sieht, wo es um ein Mädchen geht, was gerade mal 16 Jahre alt ist, aus ihrem Leben gerissen wird, weil sie die Information bekommt, dass sie an Krebs erkrankt ist, ist hier irgendwie schauspielerisch nicht so gut gelungen. Man erwartet irgendwie, dass die Emotionen geladen sind, dass wir viele Tränen sehen, dass wir einfach auf jeden Fall Emotionen wahrnehmen. Doch das passiert hier eigentlich relativ flach, denn bei der Reaktion bleibt es nämlich eigentlich auch schon, dass irgendwie natürlich darüber getrauert wird, dass Steffi erkrankt, aber man kauft den Personen, gerade Til Schweiger, auch Heike Makatsch oder auch aber auch Steffi nicht ab, dass hier in dem Moment wirklich eine emotionale Belastung stattfindet. Das macht den ganzen Film in der ersten Linie ziemlich unglaubwürdig. Zumal kommt dazu, dass die Handlung des Ganzen eigentlich nicht relativ vielschichtig ist. Denn es geht eigentlich wirklich nur darum, dass Steffi von zu Hause ausreist, ihre Eltern hinterher und sie mit dem Zirkusjungen Steve eine Reise erlebt, auf der genauso wie die Emotionen relativ flach mit dem Thema umgegangen wird. Natürlich haben wir die ziemlich, ja, ich sag mal schon fürs deutsche Kino prägnanten Sätze, die man irgendwie hört, die man irgendwie sich so emotional vielleicht einflüssen könnte, die aber nicht gerade glaubwürdig rüberkommen. Für mich ist der Film in der Linie einfach ziemlich miserabel geworden und der versucht sich hier in eine Form zu pressen, die es einfach nicht schafft, rüberzukommen wie so Filme wie Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Da ist einfach das Genre so gut vorgestartet mit anderen guten Filmen, beziehungsweise es sind so viele andere gute Filme, die einfach das Thema Krebs oder auch einfach das Thema von Sterblichkeit behandeln, dass dieser Film hier nicht gerade das große Pflaster da liegt, um zu sagen, okay, er spielt mit den anderen Filmen mit und ist da gleichwertig. Nein, der Film hier ist einfach nur schwach an Emotionen, schwach an einer Geschichte und man kauft an vielen Situationen dem Film gerade am Anfang schon, als natürlich die Diagnose kommt, den Schauspielern und einfach der ganzen Geschichte es nicht ab, dass das Ganze wirklich passiert. Dafür ist es einfach im letzten Endes von Anfang bis zum Ende und da vergehen nicht gerade viele Wochen oder Monate, sondern in einem sehr kompakten Rahmen einfach diese ja, Emotionssteigerung nicht gerade gering, sodass wir am Anfang kurz Emotionen haben und zum Ende haben wir eigentlich schon wieder eine heile Welt, die es eigentlich dann bei so einem Film nicht sein sollte. Von mir bekommt der Film letzten Endes und damit bin ich wirklich in einer sehr, sehr gutmütigen Wertung da rausgegangen aus diesem Film, ist der Film für mich eine Wertung von 4 von 10 möglichen Punkten, ist damit kein Heimkino-Kinofilm für euch, bedeutet, wenn ihr ihn euch trotzdem anschauen wollt, dann schreibt mir in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Wenn ihr ihn bereits gesehen habt, dann schreibt auf jeden Fall rein, wie ihr den Film fandet. Für mich ist er letzten Endes nicht mehr als eine 4 von 10, eher eine 3, ich weiß noch nicht so ganz genau, aber von mir bekommt er jetzt letzten Endes erstmal eine endgültige Wertung von 4 von 10.
Was sagt ihr? Sagt mir Bescheid. Ansonsten geht es jetzt hier zum nächsten Anime-Video. Ansonsten geht es auf der Seite zur nächsten Filmkritik. Lasst es mich wissen, wie ihr den Film fandet und abonniert den Kanal gerne. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Film-Review und bis dahin schön weiter Filme schauen.